Herzlich willkommen bei Star Trucker. Herzlich willkommen, ich hab den Titel falsch geschrieben. Da steht Space Trucker, aber es ist Star Trucker. Wir müssen Tone passen. Es ist viel zu laut. Willkommen bei Star Trucker. Herzlich willkommen. Viel zu laut. Einen wunderschönen guten Morgen, meine kleine Lümmelbande. Da, 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 da. Okay, Freunde, meine Damen und Herren, es geht los. Wir spielen Star Trucker, Freunde. Und es geht darum, dass wir mit dem Truck durch unendliche Weiten, und zwar durchs All fahren. Und das Spiel ist seit gestern draußen. Und jetzt geht es los. Leute, schnallt euch an. Macht euch bereit für die wilde Fahrt. Ich sitze am Steuer. Also am besten doppelt anschnallen. Es geht los. Oh, wir machen empfohlen. Auf jeden Fall empfohlen. Auf jeden Fall. Ruhe jetzt hier. Das ist doch das Intro jetzt, Mensch, du. Okay, gibt kein Intro. Ich bin wieder da. Ich bin wieder da. Okay. Solltest du vielleicht mal die Löcher flicken? Zum Glück war da ein L dabei. So, schwing deinen Hintern hoch. Ich wollte doch Space Truck fahren. Star Truck fahren. Okay, alles klar. Dann lass uns mal den Sitz verlassen. Alter, das ist er, ne? Digi, das sieht ja aus wie... Wir sind in Space. Da gibt's gar keinen Fußboden. Okay, Leute, da müssen wir jetzt mal... es sieht eher aus wie ein Raumschiff, oder? Hallo, Bart Honkel, moin. Ich zieh mal den Anzug an. Oben links haben wir Tutorial. Führe draußen Reparaturen durch. Ja, wie man das macht. Ne? Ich mach mal hier die Luftschleusentür auf. Wie gesagt, ich habe gestern Alien Romulus gesehen. Ich komme mir genauso vor wie ein kleines Alien hier. Also wie die Besatzung, die vom Alien vielleicht eventuell aufgefressen wurde. Und darf ich nicht so viel zu erzählen. Was da passiert in Alien Romulus, weil du den Film vielleicht noch nicht gesehen hast. Aber ja, was soll ich sagen? Es war ein Alien zu sehen in dem Film. So viel darf man schon mal sagen. Oh scheiße, wie ist denn hier die Steuerung, Leute? Oh mein Gott. Okay, eigentlich intuitiv, das passt schon. Ein Hüllenbruch im Truck. Moment, ich flick mal eben die Hülle hier. So. Ey, das könnte natürlich hier das nächste... Alter, schau mal, wie schön der Flicken aussieht, du. So, wie kann ich mich nach unten bewegen? Mit dem Mausrad? Nee. Umsehen. Habe ich keinen Schub nach unten? Okay. Na gut, ist ja gar kein Problem. Ich flieg da nochmal ran hier. Oh, oh, sachte. Ich bin gerade kollidiert hier mit meiner Nase, glaube ich. Das ist nicht so gut, Leute. Okay. Da hinten ist der Highway Station Onyx, sind wir am Start. Lass mal wieder reingehen. Aber guckt euch mal das Ding an. Ist es nicht schön? Und da geht's nach Austin. Oder in die DDR. Atlas Prime. Nur die Ausfahrt. Oh, da fliegt einer durch. Moderne Anhängerkupplung auf jeden Fall. Das sieht schon sehr, sehr schön aus. Und wir gehen wieder in die Luftschleuse natürlich rein. Achso, nach oben geht doch. Hier dann mit Shift, oder nicht? Moment, mit Space geht's nach oben. Mit Shift geht's nach unten. Okay, jetzt habe ich das auch geschnallt. Okay, funktioniert alles. Ab in den Fahrstuhl rein. Ab rein. Ah, ist das der Fortnite-Bus? Das ist mein Space Truck. Ich bin Spediteur-Mensch. Oder wie heißt das? Trucker, Spediteur. So, ich mache mal wieder zu. Anzug hinstellen. Lass uns mal gucken. Also Aus- und Einstieg funktioniert natürlich relativ schnell. So, was haben wir da? Ja, ich weiß, ich muss Tutorial machen. Ich weiß. Ich will aber mal kurz gucken, was da so drin ist. Ein URK, Leute. Ich habe keine Ahnung, was das heißt. Ich habe das noch nie gesehen in meinem Leben drin. Da haben wir ein Datenkabel. Ey, das brauchen wir bestimmt alles noch, Leute. Ich sag euch, wie es ist. Was haben wir denn eigentlich für Fracht geladen? Das würde mich auch... Und eine Koje. Das würde mich auch mal interessieren. Alter, auch schon wieder ORK, Leute. Wie kann ich denn... Ja, ich kann ja nicht rüberlaufen, ne? Wir haben ja gerade gesehen, das war ja nur durch ein Energiefeld. Der Anhänger, der, wie heißt das? Der Sattler.
Wie heißt denn das Ding, was hinten beim LKW drauf ist? Der Auflader. Ihr wisst, was ich meine. Da hinten der Kasten war ja nur verbunden durch so eine Energieschranke. Da können wir so jetzt natürlich hier nicht rüberlaufen. Also fliegen wir halt los. Der Aufflieger. Dankeschön. Aber der liegt ja nicht auf. Aber Auflieger war, glaube ich, das Wort. Bevor du weiterfliegst, wäre es klug, dein CB-Funk zu prüfen. Okay. Benutze deinen CB-Funk, um anderen Truckern den Mittelfinger zu zeigen. Nimm das Mikrofon, wenn du dieses Symbol siehst. Mikrofonsymbol. Und dann haben wir hier heute gedrückt. Liste 1, 2, 3. Antwort auswählen. Alter, Leute, ihr könnt mitentscheiden, wenn ihr wollt. Gibt es eigentlich eine Twitch-Integration? Das müssen wir noch mal ganz kurz gucken. Wäre natürlich schön. Manchmal gibt es das ja. Warte mal, Kilogramm, Liter, Kilometer. Passt alles. Das sieht auf jeden Fall alles eingedeutscht aus. Sehr gut. Ja, schade. Scheint es jetzt erstmal so nicht zu geben. Aber ist ja nicht so schlimm. Okay, schnapp mir das Mikro, melde dich bei mir. Sag, ob... ja, mache ich. Also hier oben muss das irgendwo sein. Da ist es. Guck mal. Hi. So, Und nu? Was mache ich denn jetzt mit diesem Mikro, Leute? Mikrofon ansehen und die rechte Maustaste halten. Ah, okay. Signalcheck, empfängst du mich oder Test, 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 ist das Ding an? Wir machen erstmal zwei. Erstmal, das entscheide ich jetzt erstmal, Leute. Hallo Shopper, guten Morgen. Hallo Bodica, hi. Okay, scheint auf jeden Fall zu funktionieren. Oh mein Gott. Alter. Drücke Space und Shift, um die Hauptdüsen zu beschleunigen. Vielleicht mache ich gleich Controller dran. Ich weiß es noch nicht genau. Controller funktioniert auf jeden Fall. Ja, Q und E, um zu rollen. Alles klar. Alter, wirbelt ja ganz schön rum hier mit dem alten Knüppel, ne? Außenansicht mit C. Okay, 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 okay. Es geht los, Leute. Ready to go. Oh, Scheiße. Wie gebe ich nochmal Schub? Ich habe das schon wieder vergessen. Beschleunigen ist Space. Ah, okay, okay, okay. Ah, es gibt aber keine Position, wo man den einstellen kann. Digga, das ist ja invertiert. Boah, weiß ich nicht, ob ich das so geil finde. Müssen wir erstmal testen. Das Ding ist halt, hier ist nur 40, ne? Wir können auch schön rollen. Guck mal, toll. Yo, Ed, hier. Leute, wenn ihr Bock habt, sagt Bescheid. Ich stelle der Connection zum Entwickler her. Ist ja gar kein Problem, Mensch. Okay, schön unten bleiben. Alter, wir sind, glaube ich, wir müssen viel weiter runter, ne? Wir sind schon zu weit drüben. So, sagte, da ist das Tor. Es geht zu Atlas Prime, glaube ich. Sprungtore ermöglichen dir, verschiedene Orte in der Galaxie zu erreichen. Es fühlt sich ein bisschen an wie Euro Truck Simulator in Space, Leute. Läuft die Kiste nicht automatisch? Nein, da musst du natürlich, du musst da Gas geben schon, ne? Ja, ja. Vielleicht gibt es da irgendwie eine Feststellung oder so, weiß ich nicht. Wenn der Trag ausgerichtet ist, dann nimm oben diesen Hebel. Alles klar, kriegen wir hin. Let's go! Herzlich willkommen, Rage Jen. Grüß dich. Okay, alles klar. Wir müssen zur Abladezone. Wir haben natürlich Fracht geladen gerade. Gib dich zum Lieferpunkt. Löse den Anhänger innerhalb der Ladezone ab. Okay, Leute, da müssen wir mal gucken. Der scheint da unten zu sein. Ich weiß auch nicht, wie das aussieht, ob man hier mit irgendwelchen Leuten kollidieren kann. Wäre natürlich cool, wenn man die, also tatsächlich Gas feststellen könnte, ne? Also im Sinne von... Hier ist der Lieferpunkt mitten im Nirvana, oder was? Also wenn man das nicht immer gedrückt halten müsste. Ich hatte jetzt gerade die Leertaste gedrückt die ganze Zeit, aber ist nicht so schlimm. Fliege deine... Wahrscheinlich sollte man es wirklich mit Controller spielen. Sollen wir mit Controller spielen? Wir spielen mit Controller. Es geht los, Leute. Na, selbstverständlich. So. Zack. Wenn die Abladezone die Farbe ändert, dann können wir abladen. Aber die sehe ich doch gar nicht mehr, wenn ich da drin sitze, oder was? Guck mal, da ist doch schon das Cockpit schon raus. Okay. Los geht's. So, bremsen.
Da hat einer gehupt, Mensch. Du Scheiße, wir kommen aber echt schief rein, ne? Bremsen. Schön langsam, schön langsam. Oh, Gottes Willen. Wer glaubt, die schafft das, ohne dagegen zu bashen? Meine Eins in den Chat. Um Gottes Willen, Leute. So. Eine Außenansicht wäre halt auch mega. Aber wie rolle ich denn hier mit dem... Ich nehme Tastatur. Ich nehme Tastatur, das wird doch so nichts. Oh, shit. Hoch. Du musst hoch. Alles gut, alles gut, alles gut, alles gut. Wir kriegen das hin. Sieht ein bisschen schief aus, aber ist, glaube ich, ganz normal. Wir machen einfach ganz langsam, weißt du? So, ganz langsam. Ein bisschen runter neigen. Sehr gut, sehr langsam, langsam. Gas geben. Oh, scheiße, falscher Knopf. Gas geben, Gas geben. Okay. Muss das hier irgendwann mal... Okay. Schalte das magnetische Verriegelungssystem deines Trucks ab, um dem Anhänger abzuseilen. Alles klar. Habe ich gemacht. Oh mein Gott, wir haben unseren ersten Auftrag fertig. Wir sind reich, Freunde. Wir haben 752 Dollar. Dafür kriege ich ja noch nicht mal Liter Sprit. Was ist das denn? Was ist das denn für eine schlechte Bezahlung? Also Star Truck, da sind die aber echt, beim Star Trucker sind die aber echt geizig hier. Das gibt's doch gar nicht, Mensch. Tja, Grundbezahlung 900 XP haben wir auf jeden Fall bekommen. Das ist schon mal gut. Oh, wir sind immer noch keinen Rang aufgestiegen. Fürs Tutorial gibt es keinen Rang. Gut gemacht, das Geld dürfte schon bei dir sein. Wo habe ich denn hier meine Kohleübersicht? Aber falls du Lust darauf hast, von deiner sauer verdienten Knete was auszugeben, flieg zur Station Palma. Oh, da hinten, guck mal, da fliegen wir hin. Oh, scheiße, da ist ein... Oh mein Gott, was ist denn das? Oh, wir sind ja noch in dem Ding drin. Ich habe vergessen, dass wir noch in dem Käfig drin sind. Ich wäre fast dagegen geflogen. Ja, da gibt's noch... So, alles klar, da gibt's noch hier, ne? So. Eine Anleitung liegt hier noch rum. Station Palm View. Da müssen wir, glaube ich, müssen wir hier auf der Straße bleiben. Ich vermute immer ja, ne? Dafür sind ja diese Strukturen da. Guck mal, was haben wir hier? Energiestatus? Da sollten wir wahrscheinlich auch drauf achten. Schau mal. Scheiße, Leute. Wir sind voll schief. Wie schnell darf ich hier überhaupt fahren? Anzug, Gravitation. Also Energie ist jetzt nicht mehr so krass. Wir müssen mal tanken wahrscheinlich irgendwann auch mal demnächst. Schauen wir mal. Weiß man, was man liefert? Das werden wir bestimmt gleich herausfinden. Also das werden wir bestimmt gleich herausfinden, was man da so liefert. Wir müssen ja einen Auftrag annehmen, weißt du? Oh nee, guck mal, da ist schon Stau. Hi. Ich weiß nicht, wie ich hupe. Leute. Ich bin irgendwie komplett schief hier. So. Ja, man muss sich erstmal dran gewöhnen, Truck zu fliegen. Das macht man ja auch nicht alle Tage. Okay, okay. Also ich habe hier auch so einen Drift. Es fühlt sich so ein bisschen an, als... Oh, scheiße, da ist ein LKW, Leute. Oh, shit! Offenbar hast du eine Strafe aufgrund eines Flugvergehens erhalten. Die Höhe der Strafen ist je nach Vergehen unterschiedlich. Upsi. Dies umfassen rücksichtsloses Fliegen, Zusammenstöße und unangemessenes Verhalten gegenüber Behördenvertretern. Ja, so viel dazu. Moin Sven, grüß dich. Hi. Tja, scheiße. 200 Flocken muss ich jetzt hier bezahlen, oder was? Wo bin ich denn? Sag mal, warum sieht mein Truck so scheiße aus jetzt? So, wir müssen in die Station rein. Heieieiei, das ist eine andere Station. Mhm. Ich glaube, wir machen auch mal dieses Invertierte aus. Das ist ein bisschen, man kann das bestimmt einstellen. Ach, guck mal, da sind wir fast da, Leute. Ja, nice. So, nur noch mal ein bisschen drehen. Ja, ich weiß nicht, was dieser Warnton zu bedeuten hat, aber ich glaube, der bedeutet nichts Gutes. Ja, ja, ich fahr ja schon. Wahrscheinlich ist irgendwo was kaputt. Das müssen wir da mal gucken. 85 darf man fahren. Sind wir schneller gefahren als 85? Nee, oder? Mikey! Rowdy. Lars Heute findest du den Schlüssel zu einem Problem, das dich Dankeschön. Schon lange beschäftigt.
Also, Mikey, wenn du nicht immer den Glückskeks-Trigger möchtest und einfach nur sowas schreiben willst, dann mach einfach 99 Bits oder so. Oder weniger oder mehr als 100. Dann, ne? Da muss ich rückwärts ranfliegen. Benutze die Undock-Kamera für deinen Truck an einer Undock-Bucht, um dich da auszurichten. Wie mache ich die an? Ja, Megalock, alles klar. Warte mal, wie war der Knopf? Mhm, lass mich nochmal kurz gucken. Warte, der war hier. Hier war der Knopf eben zu sehen. Nee, doch nicht. Das ist ein fortwährendes Video. Das ist, ach so, andocken, wie ich auch einen Anhänger andocke. Alles klar, sehr gut, sehr gut. Oh, scheiße, 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 falscher Knopf. Ich bremse immer mit S, aber das ist gar nicht die Bremse. Gut, wir müssen jetzt hier einmal rumfahren. Also, ne, wir müssen uns einmal drehen. Ach du Scheiße, Leute. Alle, die bei Euro Truck Simulator schon dabei waren, die wissen, wie ich hier rückwärts einparken kann mit dem Truck. Es ist zum Mäusemelken. Wie mache ich denn die Kamera an? Ach, da. Ach du Scheiße. Das ist die Undock-Kamera. Junge, ich sehe überhaupt nichts. Oh no. Da müssen wir dran, glaube ich, ne? Oh ja, oh, das könnte sein. Ja, 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 ja. Das sieht gut aus. Aber ganz ehrlich, das Invertierte mag ich jetzt hier in dem Spiel nicht so. Bei den meisten Flugspielen schon, aber hier irgendwie nicht. Wir gehen mal in die Option rein. Steuerung. Lagenwinkel umkehren. Ist das das? Außenkran umkehren? Boah, ist das das? Ist das das vielleicht? Umsehen umkehren? Umgekehrt. Probieren wir es mal aus einfach. Ja, besser. Okay, das war auf jeden Fall der richtige Knopf. Sehr gut, sehr gut. Okay, okay. Ja, wie machen wir das? Also, pass auf. Wie schwer, warum ist das hier? Warum blinkt das hier eigentlich rot? Oh, guck mal, hier kannst du durchschalten. Ah, online, online, online. Alle Systemen geht es gut. Dockkamera. Gottes Willen. Wer glaubt, ich schaffe es erfolgreich anzudocken? Meine 1 in den Chat. Oh, scheiße. So, rückwärts. Schön rückwärts. Schön langsam. Hä, warum sind da nur 2? Was? Oh, scheiße. Vorwärts, vorwärts, vorwärts. Ja, wir müssen uns ein bisschen reindrehen jetzt. Aber guck mal, wie schön das aussieht. Mal ein bisschen Schub geben. Alter, es sieht fast schön aus, ne? Oh, oh, so rum, so rum. So rum. Ach komm, das geht doch, oder? Kann ich schon andocken? Noch weiter zurück. Alter, es ist natürlich ein bisschen... Warum ist das denn jetzt hier wieder seitenverkehrt, die Scheiße? Fahr mal ran da. Das sieht gut aus. Meinst du, das ist zu schief? Nee, oder? Noch ein bisschen. Ah ja. Na Gott sei Dank hat das funktioniert. Na Gott sei Dank, Herr Mimmel. Eieiei, guck mal, Auftragsbörse. Jetzt sehen wir, was wir verladen können, Leute. In Auftragsbörsen findest du eine Liste, mit der du in der Gegend mit den Aufträgen halt, ne? Okay, alles klar, sehr gut, sehr gut. Pass auf, wir haben Folgendes, Leute. Ich lasse mich mal kurz ausgeblendet, da könnt ihr hier alles besser sehen, die Bezahlung und so weiter. 2 Sprünge, Temperaturstabilisatoren, dann gibt es natürlich Argon, das ist ja, glaube ich, ein Gas oder sowas. Dann Diamantfolienrollen. Oh, Leute, wenn man mal wieder Pizza backen möchte. 6 Stunden. Meinst du, das ist Ingame-Zeit? 6 Kilometer nur? Das sieht aber. Das sieht aber tatsächlich ein bisschen. Ja, wo kriegen wir die meiste Kohle? Die meiste. Alter, 19 Lichtjahre? Oh. Ach, das läuft ab in so viel. Okay, pass auf. Wo kriegen wir am meisten Kohle? Kriegen wir hier. Sollte man das nach Geld machen? Es ist natürlich dann so die Frage, soll ich Gas ausliefern in so einem Gasdrucktank? Das ist natürlich immer nochmal eine zusätzliche Frage, die man sich stellen muss. Wer glaubt, dass das sicher wäre, wenn ich dieses Gas transportieren würde? Also ich glaube, ich schaffe das schon irgendwie, oder? Vielleicht muss man dann noch irgendwie auf Gewicht achten oder so. Guck mal hier, der Container, der hat 60.000, der hat 40.000, 38.000. Ich weiß ja nicht, was meine Zugkraft ist. Ja, ich nehme jetzt die hier, ne? Ich nehme jetzt das Argon.
Dieser Frachtvertrag wird ab dem 8.2.2023, Datum des Inkrafttretens zwischen Frank Logistics Firma und Larsi, ja, das bin ich, der Fahrer, geschlossen. Dienste, ey, ich hoffe, ich muss jetzt hier nicht alles durch, vielleicht hätten wir das Kleingedruckte lesen sollen, wer weiß, wo wir landen, mitnehmen, habe ich gemacht, gut. Vertrag auflösen, nee, der läuft, okay, alles klar. Dann, kann ich hier auch aussteigen eigentlich, oder wie ist das? Bull Argon von der Bucht. Hier spricht Eddie. Läuft gut hier draußen. Hallo, hallo. Wo muss ich denn das abholen? Muss ich hier rausspringen jetzt oder was? Warte mal, lass mich mal ganz kurz hier hoch. So. Aha. Kann ich jetzt einfach ohne... An Eilieferung, ja, würde ich ja gerne nehmen. Aber wie kriege ich denn das jetzt? Muss ich das Ding nochmal anziehen? Warte mal, ich hole das mal. Ich hoffe, ich brauche jetzt keinen Raumanzug. Verlassen ist hier nicht möglich, okay. Vielleicht mit Raumanzug? Auch nicht, alles klar. Wer hat schon mal gespielt von euch? Moin, und ja, Gas will Explosion sehen. Ist das so? Ja, dann. Ach so, ach da, soll ich da andocken noch? Nee. Scheiße, ist das jetzt schon drauf oder was? Ich habe jetzt einfach mal abgedockt. Ich bin jetzt einfach mal abgedockt. Die Frage ist halt, wo muss ich denn hin jetzt? Lass mal drehen. Ich guck mal kurz. Übrigens, oben läuft Story, ne? Also, wem die Story interessiert, guckt da gerne mal vorbei. Ach, 1,2 Kilometer. Ja, das schaffen wir doch. Hallo, Matrix. Hallöchen. Moin, wie geht's? Hi. Ach, da ist doch die Fracht, Mensch. Oh, scheiße, da muss ich auch rückwärts ran, oder? Tja, das ist das Problem. Aber auch das kriegen wir hin. Wir fahren in 80, das ist okay. Ja, jetzt muss ich mich dran gewöhnen, erstmal, dass es nicht mehr invertiert ist, aber auch das kriegen wir hin. Du Scheiße, ich bin ja komplett schief, Leute. Da müssen wir dann auch gleich nochmal drehen. Liest irgendwer von euch mit? Ich habe alles verpasst, storymäßig. Wer hat das verfolgt? Gibt es irgendjemanden, der das verfolgt hat? So, dann drehen wir mal hier. Ich weiß nicht, was das... Also, ich glaube, wir haben einen Höhenbruch, Leute. Lass uns mal raussteigen. Ja, pass mal auf, wie kann ich das abschalten hier? Wir müssen, glaube ich, was flicken. Eieieiei, ich glaube, wir haben eine Beschädigung am Start, deswegen... Wir gehen mal raus. So. Darum piept das auch immer so komisch, ne? Ja, guck mal, hier ist ein Höhenbruch, deswegen. Ach du Scheiße, hier kommt ja alles raus, der ganze Scheiß. Ja, da muss ich einmal ganz kurz mal hier flicken. Ob das im Weltraum weniger kaputt macht als bei ETS? Man weiß es nicht. Also, wir hatten schon einen Crash aus Versehen. Aber, ja. Das kann ja auch mal passieren. Die Energie meistens eines deiner Truckensysteme ist niedrig und verbraucht. Achte darauf, die Energiezellen regelmäßig zu ersetzen, um Systemausfälle vorzubeugen. Bei Aufträgen und deinen Tod zu verhindern. Okay. Du Scheiße, ich weiß doch auch noch nicht, wo ich dich herkriegen soll, Mensch. So, wir gehen mal wieder rein. Sollte dann auf jeden Fall aufhören zu piepsen, glaube ich. Okay, okay, okay. Hallo, Mattwurst, moin. So. Tja. 72%, ich bitte dich. Alles, ach, das ist das Urk. Vielleicht sollten wir uns mal hier ein bisschen sortieren. Wo ist denn die... Ach du Scheiße, wie viele Systeme habe ich denn hier? 74%? Hier sind ja überall so Systeme drin. Ach du Scheiße, 88, was sind das alles für... Oh mein Gott, wie viel Batterie brauche ich denn? Tja, das müssen wir natürlich alles im Blick behalten. Macht euch keine Sorgen, ich bin ja da, Leute. Ich helfe euch. Ich führe euch da durch. Lass uns mal gucken, was da so drin ist. Nischt. Das ist wirklich nur Deko. Was ist das denn? Ach, guck mal, wir können hier Hauptsysteme abschalten. Das ist vielleicht nicht so gut. Schwerkraft könnten wir abschalten. Anzug. Irgendwas? Eieieiei. Dampfzugang gesperrt. Also hier ist auf jeden Fall was drin. Aber
Es ist nur dieses Modul da drin, das wir hier auch haben. Das hier ist, glaube ich, ein kaputtes Modul. Das ist leer. Ja, ich will nur mal überall reingucken kurz. Weißt du, dass wir das alles mal gesehen haben? So, den Luftfilter legen wir auch mal hin. Einfach nur für später mal. Falls wir es irgendwann mal brauchen sollten. Ich räume mal ein bisschen auf. Wir haben ja... Oh ne, warte mal, das ist ein Zeit... Hier ist doch eine Batterie. Da ist doch eine Energiezelle. Nice. So, schon mal schön alles hier hinstellen. Dass wir da nachher schnell rankommen, ne? Ja, ich weiß. Normalerweise ist jetzt nicht aufräumen angesagt. Wir haben einen kritischen Lieferauftrag. Oh, hier ist auch noch eine Batterie. So. Aber was willst du machen? Ordnung muss sein. Hier ist auch noch irgendwas, was aussieht wie so eine Batterie oder so. Ja, hier ist auch wieder so ein Teil. Können das Batterien sein? Wirkflieger. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Aber jetzt ist auf jeden Fall so das hier nochmal. Genau. Schön. Jetzt haben wir es doch hier ganz schön. Ich dock mal an, Leute. Es geht los. Es geht los. Guten Morgen, Tweenie. Hi. So. Ach, wieso? Ich habe doch nur 3 Flicken. Läuft doch alles. So, jetzt müssen wir mal gucken hier. Ja, sieht gut aus. Sieht gut aus, glaube ich. Sieht gut aus. Wie komme ich denn hier runter mit dem Arsch? Boah, nicht, ne? Ach so, okay. Okay, okay. Ja, so ist gut. So ist gut. Rückwärts. Schön langsam, schön langsam. Schön. Oh, da, Alter, guck mal. Die Puperze geküsst, Leute. Nice. Noch ein bisschen. Alter, perfekt, Leute. Jetzt haben wir hier, steht unten was am Rand. Was ist das? Ey, Matrix, jetzt freue ich mich, das gar nicht zu lesen. Also, pass auf. Lass uns mal kurz gucken. Mit Tab greifst du jederzeit auf deine Galaxiekarte zu. Hier kannst du Lieferrouten planen und dir Informationen über Orte ansehen. Ach du Scheiße. Okay, okay. Erkundet 6%. Also immerhin. Gar nicht so schlecht, ne? Wir müssen hin nach, nach Edgeburg. Und wir sind in Prime Atlas. Wir brauchen 1 Stunde 30 Minuten nach Medusa 6. Und brauchen von dort aus noch eine Stunde nach Edgeburg. Okay, Leute, ja, das kriegen wir ja wohin, ne? Ist das schon als Marker gesetzt? Oh, warte mal. Also, wir müssen ja erstmal, hier hin. Und dann dahin. Oder? Ist das so richtig? Habe ich das jetzt quasi so richtig gemacht? Konvoi? Was ist denn Konvoi? Oh mein Gott, ich kann hier leveln. Aber wir haben noch kein Level-Up, leider. Aufträge? Mhm. Vollprofi sind wir. Okay, alles klar. Wir fahren los, Leute. Lass uns los einfach. So. Oh, scheiße, ich fahre rückwärts. Alter, die Steuerung ist natürlich... Sollen wir vorher nochmal tanken? Was meinst du? Ich sehe da rechts eine Tankstelle. Hier. Bei meiner Nase. Lass uns nochmal tanken. Wechsel zur Außenkamera. Oh, nice. Oh, das ist gut. Das ist gut. Außenkamera ist gut. Wie mache ich Außenkamera? Wie kann ich das machen? Außenkamera? Oh, scheiße, das steht ja hier wieder nirgends, ne? Außenansicht C halten. Oh ja, oh boy. Wie wollen wir fahren? Oh, scheiße, da schwebt was rum. Wollen wir so fahren oder in der anderen Ansicht? Ach du Scheiße, Leute. Wie kann ich ihn hier steuern? Hilfe. Um Gottes Willen. Ja, es ist nur, nur Gas, Leute. Es ist nur Flüssiggas. Es passiert nichts. Alles ist gut, Leute. Ich versuche da nochmal zu tanken. Du Scheiße, ey. Ich versuche mal hier noch ein bisschen aus... Oh mein Gott, da ist eine Stange. Langsam, langsam. So ist gut. So, dann fahren wir hier so rum quasi. Alter, für alle Truck-Fans ist das ja ein Pflichtkauf hier, du. So, runter. Und vorwärts ein bisschen. Noch weiter runter. Du Scheiße. Also 3D-Fahren ist natürlich auch schon jetzt mal special, ne? Muss ich mal sagen. Treibstoffpumpe, sehr gut. Berühmte letzte Worte. Ach, was soll da schon passieren? Glaube ich. Ich fahre auch nicht ganz rein. Wir fahren dann rückwärts vielleicht wieder raus, sonst wird das hier nichts so. Oder? Obwohl, sieht gut aus, ne? Sieht doch eigentlich ans... Oh, wir müssen wieder runter. Wir müssen wieder...
Okay, offenbar ist der Querschaft-Kompensator außer Betrieb. Ja, das ist schlecht. Das Bewegen deiner Kabine beeinträchtigt aufgrund der schlecht verstauten Gegenstände, wird es wahrscheinlich zu Schäden kommen. Dieses System befindet sich unterhalb der Treppe, benötigt sowohl Energie als auch ORK. Ja, habe ich jetzt keine Zeit dafür. Wir müssen tanken, Leute. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Sind wir schon drin? Oh, wir tauchen langsam ein. Ruhig, 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 ruhig. Ich glaube, das ist falsch, was wir hier machen. Wir müssen richtig rein, glaube ich. Ich gebe mal ein bisschen Gas kurz. Wir fahren mal vorwärts raus und rückwärts rein. Obwohl rückwärts reinfahren ist natürlich immer so die Schwierigkeit. Oh, scheiße. Die Steuerung ist halt wirklich toll. So. Hoch, 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 hoch. Hoch. Oh, nee. Alter, rückwärts fahren in drei Dimensionen. Ja, Mahlzeit. Wenn ich jetzt so fahre, klappt er sich nach oben, ne? Ja, das habe ich mir schon gedacht. Ach du Scheiße, das kannst du mir nicht erzählen. Wir tanken nicht, wir fahren weg. Wir fahren jetzt einfach, wir fahren einfach weiter. Wir fahren einfach los.